waren schon sehr enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Ich habe in den letzten Wochen ein paar graue Haare mehr bekommen, wie man sieht. Das ist eine besondere Situation, dass es bis zum Ende noch um was geht für uns. Eine echte Spitzenposition ging es in den letzten Jahren am Ende selten. Alles in allem muss man sagen, dass sich der gesamte Verein natürlich über die Jahre schon sehr gut entwickelt hat, in diesem Jahr nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben eine super Saison gespielt, haben sehr, sehr gute Spiele gemacht, haben, denke ich, viel Zustimmung in ganz Deutschland gewonnen mit unseren Auftritten und ich denke, das ist eine sehr positive Sache. Es sind 6 Punkte zu holen in den letzten beiden Spielen, die wollen wir natürlich holen. Was dann am Ende dabei rauskommt, vielleicht passiert noch etwas Außergewöhnliches, das weiß man im Fußball nie. Wir wissen, dass Heidenheim natürlich ein sehr starker Gegner ist, ein sehr laufstarker Gegner ist. Ich glaube, sie hatten in der Hinrunde eine sehr, sehr gute Phase. Nach dem 3:0-Sieg in der Vorbereitung gegen uns, seitdem haben sie nicht mehr allzu viele Spiele gewonnen. Hallo Unioner, am Sonntag gegen Heidenheim machen wir wieder das mit den Fahnen.